Gleitert Irk. Kein Wort. Würde ich Irko heißen, könnte ich jetzt meine Initialen überall hinstempeln. So, Orin Asche. Fingerfokus. Oh, Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Er wäre das perfekte Opfer. Schade, dass er die Kamera halten muss. Echte Helden brauchen kein Marketing. Sie brauchen nur eine gute PR. Und jemanden, der das Logo designt, Anzeigen schaltet und die Fans betreut. T-Shirts und Actionfiguren wären auch nicht übel. Aha. Echte Helden brauchen kein Marketing. Und jemanden T-Shirts und... Echte Helden und jemand T-Shirts und... Solange ich noch Platz im Mantel habe, lasse ich meine Sachen lieber am Mann. Aha. Okay, ich glaube, das war's hier. Zum Strickladen. Probeexemplare. Hm, samtig. Das schmeichelt dem Hals. Auslegeware. Schick, die würden Goll bestimmt auch gut stehen. Na, dann reden wir mal mit ihm. Einen schönen guten Tag, der Herr. Wollen Sie einen Strick kaufen? Hier finden Sie für jeden Hals genau das Richtige. Hm. Was gibt es denn für Finanzierungsmöglichkeiten? Haha, ein Mann mit Galgenhumor. Das gefällt mir. Aber wir akzeptieren hier nur Bargeld. Es sei denn, natürlich, Sie nehmen an unserer Rabattaktion teil. Ab 30 Punkten erhalten Sie einen Toaster mit Aufsatz für die Badewanne. Tja, ich weiß nicht so recht. Ich denke, ich schaue mich erst einmal um. Natürlich, tun Sie das. Und zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie Hilfe beim Anprobieren brauchen. Dieser Humor gefällt mir irgendwie. Finger weg! Die Antidepressiva sind nur für Patienten, für die noch Hoffnung besteht. Aha. Ich hätte gerne eine Therapiesitzung. Das geht nicht so einfach. Sie brauchen eine ärztliche Überweisung. Muss das wirklich sein? Mein Hausarzt ist nicht gut auf mich zu sprechen. Als ich zuletzt bei ihm war, hat er mich ins Gefängnis gesteckt, weil ich Feuer im Rathaus gelegt habe. Aha, Sie sind richtig hier. So viel steht fest. Aber Sie müssen sich erst eine Überweisung besorgen. Na gut. Und ich besorge mir derweil einen größeren Notizblock. Zum Glück haben wir eine. Eine ärztliche Überweisung. Ich habe eine ärztliche Überweisung. Darf ich mal sehen? Tja, das scheint alles seine Ordnung zu haben. Dann legen Sie sich doch bitte auf die Couch. Na, Sie sind ja von der schnellen Truppe. Sie könnten wenigstens ein bisschen romantische Musik anmachen. Einfach nur hinlegen, okay? Schon gut. Also gut, beginnen wir damit, dass Sie mir erzählen, warum Sie hier sind. Ich habe da diesen Freund. Ein Freund. So. Ich verstehe. Was fehlt ihm denn? Ich weiß auch nicht. Er liegt den ganzen Tag nur rum und tut nichts. Nun, was sollte er denn Ihrer Meinung nach tun? Na, sich nützlich machen. Die Welt retten und so. Die Welt retten? Meinen Sie nicht, dass das für einen Menschen etwas zu viel verlangt ist? Na klar, es ist quasi unschaffbar. Aber das hat uns ja früher auch nicht aufgehalten. Es war immer knapp, aber ausgerechnet jetzt, kurz vor dem Ziel. Batsch, Ofen aus. Tote Hose. Nun, ich kann Ihrem Freund gut verstehen, das ist ja ein enormer Druck, der da auf ihm lastet. Was dachte er so ironisch? Hat er Angst? Ja, aber natürlich. Das würde zu ihm passen. Außen Störtebäcker, innen Schlotterhose. Und vollkommen zu Recht, wie ich finde. Die Welt retten, das ist eine riesige Verantwortung. Er kann sich ja nicht dreiteilen. Exakt. Im Gegensatz zu mir. Ganz genau. Er, wie bitte? Mir ging es ja auch ziemlich mies, als es mich nur einmal gab. Warten Sie mal. Ganz langsam. Was allerdings hauptsächlich an dieser stressigen Wiederauferstehung lag. Und natürlich, dass ich meine Freundin getötet hatte. Okay. Eins nach dem anderen. Warum, erzählen Sie mir nicht einfach ein wenig von sich, selbst? Oh wei. Der arme Psychodoktor. Ich habe oft das Gefühl, nicht dazuzugehören. Wozu? Na, zu allem halt.
zu Deponia. Sie wünschen sich also, mehr integriert zu sein? Um Gottes Willen, nein. Ich will einfach nur weg. Ich gehöre nach Elysium. Leider ist das doch schwerer als gedacht. Zumindest, wenn ich verhindern will, dass der Planet dabei in die Luft gesprengt wird. Aha. Rufus, Therapien, das ist nicht die leichteste Übung. Ich habe Angst davor, mich in jemanden zu verwandeln, der ich nicht sein will. Zuletzt sah ich ihn gestern beim Zähneputzen. Im Spiegel? Genau. Was ist denn so furchtbar an ihm? Wissen Sie, Golds Ex-Verlobter ist Elysianer. Ein echter Widerling. Sie haben das Gefühl, Sie müssten seine Rolle einnehmen? Das ist der Plan, ja. Und das beunruhigt Sie natürlich. Ich hasse diese Rolle. Sie wollen sich nicht länger verstellen. Ja, genau. Wow. Ich bin beeindruckt. Es ist bemerkenswert, wie Sie diese komplexen Metaphern einsetzen, um Ihr Innenleben zu beschreiben. Was setze ich da rein? Ich rede doch nicht von irgendwelchen Metaphern. Ich rede von meinem bösen Doppelgänger. Aha. Mich plagen Schuldgefühle. Hat das irgendwas damit zu tun, dass Sie Ihre Freundin getötet haben? Das sagten Sie doch vorhin, oder? Ja, na, das passt schon. Immerhin habe ich sie ja wiederbelebt. Was mir Sorgen macht, ist, dass sie in die Kanalisation gespült wurde. Sie ist ja immerhin noch ein Baby. Aha. Ach du Schande. Mich quälen Versagensängste. Es ist noch so viel zu tun. Und so wenig Zeit. Und mehr als drei teilen kann ich mich ja nicht. Auf mich wirken Sie eigentlich noch ganz entspannt. Ach so, Sie denken, ich rede von mir. Nee, ich bin cool. Ich meinte die anderen beiden Ichs. Ich fürchte, das wird mir gerade ein wenig zu kryptisch. Sie stehen offenbar unter großem Druck. Aber manchmal ist die beste Lösung, einfach zu kapitulieren. Wäre das denn wirklich ein Weltuntergang? Ja, hören Sie mir überhaupt zu? Ich war tot. Sie meinen, Sie hatten eine Nahtoderfahrung? Na, näher geht's nicht mehr. Was haben Sie erlebt? Erst war alles wie ein Albtraum. Dann erinnere ich mich an ein Licht. Und schließlich bin ich vor meinen Schöpfer getreten. Wirklich? Ja, er heißt Hermes. Cooler Typ eigentlich. Zu dumm, dass er sich meinetwegen umbringen musste. Na dann. Ich könnte von meiner Kindheit erzählen. Sehr gerne. Mein Ziehvater war Bürgermeister in unserem Dorf. Am Anfang hat er mich noch mit ins Rathaus genommen. Aber irgendwann bekam ich Hausverbot, weil ich versehentlich der Schrapnellküste den Krieg erklärt hatte. Danach war ich meistens allein zu Hause eingesperrt. Sie hatten keinen Schlüssel? Nein, ich war ja noch sehr jung. Aber als ich dann 4 wurde, habe ich gelernt, wie ich die Handschellen mit dem Bügel aus Opas BH aufbekomme. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ist es Ihnen etwa unangenehm, all diese Dinge von sich offen zu legen? Aber nein, ganz im Gegenteil. Tja, das sollte es aber. Es geht hier eigentlich nicht um mich, sondern um meinen Freund. Sind Sie sich da ganz sicher? Kann es nicht vielleicht sein, dass es hier doch vorrangig um Sie geht? Das ist keine Schande, wissen Sie? Boah, Sie sind gut. Die anderen tun nämlich immer so, als wäre das irgendwie verwerflich oder so. Ich würde gerne noch einmal über mich reden. Tja, das lässt sich wohl leider nicht verhindern. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ist es Ihnen etwa unangenehm? Oh nein. Tja. Ich bin eigentlich nicht zum Quatschen hier. Sie erwarten Resultate. Das ist ganz normal. Wenn es Ihnen schwerfällt, über Ihre Probleme zu reden, können wir auch mit etwas anderem anfangen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Rorschach-Test? Rorschach? Ist das so ähnlich wie Hülsenheimer? Es ist ein Assoziationsspiel. Mit Karten. Aber geben Sie sich keine Mühe. Bei Kartenspielen gewinne ich immer, weil ich bin der lässigste Typ überhaupt. Viel besser als beispielsweise mein Vater. Okay. Dann lassen Sie uns doch einfach mal anfangen. Penis! Ich meine, los geht's. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Tja. Elysium,
wie es majestätisch über Deponia thront. Und das bereitet Ihnen keine Sorgen? Sie kennen doch die Gerüchte, dass die Elysianer den Auftrag gegeben haben, Deponia zu sprengen, oder? Ob ich die kenne? Ich habe sie in die Welt gesetzt. Aha, vielleicht sollten wir mit dem nächsten Bild weitermachen. Was erkennen Sie hierauf? Eine bezaubernde Funkelelfe. Bitte was? Na, eine Funkelelfe, wie im Märchen. Aha. War das falsch? Dann würde ich nämlich gerne meinen Joker benutzen. Es geht hierbei nicht um richtig oder falsch. Es ist nur... Die meisten Leute erkennen etwas anderes auf diesem Bild. Die anderen sind ja auch Idioten. Die würden eine Funkelelfe nicht mal erkennen, wenn sie ihnen in den Hintern stiege. Okay. Interessant. Gehen wir zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Das ist ein Bild von mir auf der Titelseite. Mann des Jahres. Bitte bleiben Sie ernst. Hä? Wieso? Sie sind doch der mit der Juxbrille. So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Exorzismus. Bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Ah ja, es ist exakt wie in Wendy's Monday. Exakt. Der Therapeut hat keinen Bock mehr auf uns, wenn wir nicht mitspielen. Okay, an dieser Stelle brauche ich eine kleine Aufnahmepause. Und der Part ist wahrscheinlich auch schon erreicht, die Part länger. Ja, da danced Rufus hier noch, macht ein bisschen Luftgitarre spielen. Ja, wir versuchen uns in der nächsten Aufnahme nochmal mit dem Psychotherapeuten, versuchen mal das Rorschach. Aha, das Rorschach-Testrätsel zu besiegen. Ja, zu bewältigen. Bis dahin, ich mache noch eine Aufnahmepause. Bis gleich oder bis zum nächsten Part. Mal schauen. Ciao. So, zurück aus einer kleinen Aufnahmepause. Zurück. Wir wollten nochmal mit dem Therapeuten reden. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Wir müssen das Ding knacken. Bringen wir es hinter uns. Das Rätsel. Können Sie mir nicht einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Ach, das dauert mir hier alles viel zu lange. Während wir hier quatschen, ist ein Teil von mir bereits auf halbem Wege nach Elysium, während der andere immer noch irgendwo in der Kanalisation rumsteigt. Bravo! Das war eine sehr bildhafte und äußerst präzise Selbstanalyse. Sie machen enorme Fortschritte. Doch werde ich Ihnen doch jetzt keine Medikamente verschreiben. Blöder Mist. Ach, kommen Sie. Sie geben mir ein paar Muntermacherchen und gut ist. Das kommt nicht in Frage. Erst einmal muss ich mehr über Ihren Fall erfahren. Dann entscheide ich, ob eine medikamentöse Behandlung angemessen ist. Wenn Sie so viel Wert darauf legen, was angemessen ist, warum tragen Sie dann diese Hose? Na gut. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut. Warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Müssen nur die richtigen Antworten also geben. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Ich glaube, das schien die richtige Antwort zu sein. Das war das erste Mal. Der hat da nicht falsch drauf geantwortet. Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Tja, das hatten wir ja schon. Kommen wir also zum nächsten Bild. Das ging eigentlich ganz richtig. Was erkennen Sie hierauf? Das ist eigentlich eine Funkelelfe, aber das war ja nicht richtig. Ein wunderhübscher Schmetterling. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber egal. Machen wir einfach weiter. Das klingt auch nicht falsch. Was erkennen Sie hierauf? Ähm,
Das ist... Ich sehe einen großen Helden. Mich. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Hm. Ja, schon. Aber... egal. Ist nicht so, falsch, aber auch nicht das richtig. War's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten... Aber ich habe doch nur Ideenhäuser für Leute. Sie sollten es... Und bitte halten... Mist. Ich bräuchte noch eine Therapie. Schon wieder? Versuchen wir es mal richtig zu machen. So, das Kartenspiel. Diesmal gewinnt. Also. Das war doch schon ganz super. Elysium. Tja. Kommen wir also zum nächsten. So, was machen wir was hier? Was erkennen Sie hierauf? Ein niedliches Vögelein. Ein niedliches Vögelein. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes. Mist. Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon. Machen wir einfach weiter. War doch die Funkelelfe richtig? Was erkennen Sie hier? Das bin ich, wie ich die... Und Sie sehen... Wieso? Ja. So, das war's. Wenn Sie lieber... Aber ich hab... Ach, das ist... Wie gesagt, das ist hier wie ein Windows Monday. Ich brauch... Das alte Spiel. Schon wieder? Na gut. Vielleicht habe ich jetzt eine Idee. Sie wollen den... Na gut. Diesmal... Also. So, das hier, das ist Elysium. Tja, kommen wir an. Das scheint richtig zu sein. Erkennen? Das ist die Funkelelfe. Eine bezaubernde Funkelelfe. Und Sie sehen hier. Wieso? Das. Ja, schon. Machen wir ein. Auch nicht richtig. Was erkennt. Ich das sehe hier. Einen Grund. Und Sie sehen. Wieso? Das. Ja. So. Können Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Ach, Antworten zu geben? Aber ich hab doch. In dem Fall soll was soll ich denn hier noch machen? Und bitte halten Sie. Was soll denn hier die richtige Antwort sein? Schon wieder? Versuchen Sie immer und immer wieder. Gut. Wollen wir noch ein. Sie wollen den. Na gut. Diesmal. Also. Ich habe keine Lust mehr zu spielen. Wie Sie wünschen. Kommen Sie gern wieder, wenn Verdammt. Sie bereit sind, die Therapie anzunehmen. Ich dachte, das wäre eine Möglichkeit. So ein Mist. Ich bräuchte noch... Schon wieder? Jetzt wird's Try and Error. Na gut. Bringen wir es hinter uns. Jetzt wird's hier wirklich... Wollen wir nach... Sie wollen das den wird ja ausgetestet. Also. Jetzt versuchen wir mal hier was. Das bin ich. Zusammen mit Goal auf Elysium. Tja, das hatten wir ja schon. Zumindest. Das hatten wir noch nie. Kommen wir also zum nächsten Bild. Ich habe halt nur die drei Sie Möglichkeiten. Hier auf? Das ist nach wie vor die Funkelelfe. Und Sie sehen. Machen wir einfach. Was erkennen Sie hierauf? Das bin ich, wie ich die Welt. Und Sie sehen hier. Wieso? Das sind. Ja, schon. Egal. So. Das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Sehr gut, wie mache ich das denn jetzt? Ja. Ja. Der Brief ist an Bosos Mama adressiert.
Mein liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst bei mir. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt na, der dient denn na, in Liebe der ich zum. Okay, das hat man, glaube ich, alles schon. Ja, kommen wir hier irgendwie noch weiter, oder? Ich bräuchte noch eine Therapie. Lohnt sich das noch zu versuchen? Schon wieder? Na gut, bringen wir es hinter uns. Ich hab keinen Bock mehr. Na gut. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hin? Das haben wir noch nicht probiert. Elysium startet in Richtung Utopia. Tja, das hatten wir ja schon, zumindest so ähnlich. Kommen Stimmt wir also nicht. Zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Oh man. Ein hübscher Schmetterling. Ein wunderhübscher Schmetterling. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Nee, wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber egal. Machen wir einfach weiter. Was erkennen Sie hierauf? Ja, scheiß mal drauf. Das ist ein Bild von mir auf der Titelseite. Mann des Jahres. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber egal. So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Ach Mann. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Finger weg! Die Antidepressiva sind nur für Patienten, für die noch Hoffnung besteht. Würde ich Irko heißen, könnte ich jetzt meine Initialen überall hinstempeln. So ein Asche. Tja, zum Stadtteil Kern oder so. Oh ja, hier waren wir noch gar nicht. Oh, Hallöchen. Na gut, dann machen wir hier mal weiter. Nur mal zur Info. Diesmal breche ich sie absichtlich ab. Also ich meine natürlich, ich richte sie neu aus. Ein kleines Stück noch. Upsi. Ja, mit den beiden müssen wir gleich nochmal reden. Ich sehe da oben was. Können wir vielleicht. Tatsache. Hey, da bewegt sich doch was. Ist das nicht? Na klar, das ist doch Baby Boso in höchster Gefahr. Ich muss Barry davon erzählen. Okay, Baby Boso. Ich sehe eine Heldentat heraufziehen. Ich muss Barry davon erzählen. Ach du Scheiße, nein. Rufus, nein. Ach so, jetzt haben wir den Fingerfokus weg. Moment mal, diese Obdachlosen kenne ich doch. Können wir mit denen mal reden? Mit den Kollegen? Bambina? Lotti? Was macht ihr denn hier? Und warum habt ihr euch als Männer verkleidet? Erstens sind das unsere Uniformen. Wir sind jetzt auf ihr... Offiziere des Widerstands! Offiziere? Köstlich. Und zweitens heißt das jetzt Private Lotti und Sergeant Bambi. Sergeant Bambi? Hörst du das, Lotti? Ich glaube, Rufus macht sich über uns lustig, Sergeant. Nein. Offensichtlich ist er auf der Suche nach einem Satz neuer Zähne. Ladies, immer mit der Ruhe. Wir wollen uns doch nicht aufregen. Es gibt Fältchen.
Wo sind die echten Rebellen? Wie meinst du das, die echten? Denkst du, das hier ist nur ein Traum oder was? Wenn ich dich bieten soll, ich hab hier eine Nadel. Mit der komme ich im Zweifelsfall bis auf die Knochen. Nein, nein, ich meine doch die echten Rebellen. Janosch, Galef, Liebold, die alte Truppe eben. Ach so. Die. Janosch ist, soweit ich weiß, auf einer Mission. Galef und Liebold sind im Lager. Gleich hinter dem Tor dort. Hm. Da müssen die wohl erstmal reichen. Ihr seid jetzt also auch beim Widerstand. Ja. Was dagegen? Aber nicht doch, Sergeant Bambi. Handschuhfass. Aufgehört. Was ist daran so lustig? Naja, es ist lustig, weil ihr Frauen seid. Verstehst du? Ach, herrje. Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber ein sexistischer Idiot? Was? Nein, nein. Das hat doch nichts mit Sexismus zu tun. Manche Dinge passen einfach nicht. Frauen beim Widerstand. Das ist so, als würde man einem Wombat einen Sombrero aufsetzen. Ho, ho, Sombrero! Siehst du? Da muss selbst Lotti schmunzeln. Und das liegt ja nicht daran, dass sie Vorurteile gegen Drexikaner hat, oder? Niemals! Oder gegen Wombats. Oh, ich liebe Wombats, die sind... das sind nützliche Tiere. Exakt, wie Frauen. Oh, Rufus. Twitter ist offen. Ja, da ist Twitter offen. Da geht gleich der Shitstorm ab. Achtung! Leitender Offizier anwesend. Aha, und wo? Hinter dir? Haha, ich meinte natürlich mich, du pflanzlicher Kanonenfutterzusatz. Das wüsste ich aber. Wir nehmen unsere Befehle nur von unserer Squad-Leaderin entgegen. Egal, wer das schon wieder ist, sie untersteht ebenfalls meinem Kommando. Ich bin nämlich der Anführer. Netter Versuch, Rufus. Aber wir kennen den General und du bist es nicht. Den was? Ich hab da so eine den Befürchtung. General? Squad-Leaderinnen? Generäle? War ich denn wirklich so lange weg? Dann will ich mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Ich habe schon so eine heftige Befürchtung.